Ja, wunderschönen guten Abend zusammen, liebe Freunde. Willkommen zurück auf meinem Kanal der Pfleka Fotografie. Ich bin Dennis vom Bodensee und es ist mittlerweile 24 Uhr, also Mitternacht. Und ich habe mich auf den Weg gemacht nach Nussdorf heute, um in Nussdorf bei Vollmond Stegfotografie zu betreiben. Idee dabei soll sein, den Steg einmal beleuchtet zu haben vom Mond. Und hier haben wir schon so richtig schöne Blumen im Vordergrund, denn der See hat momentan relativ viel Wasser durch die schönen vielen Regenfälle der letzten Tage. Und deswegen muss ich mir eine andere erhöhte Position suchen, dass ich auf den Steg hinter mir fotografieren kann. Und die Idee soll jetzt eben sein, hier die Blumen mit in den Vordergrund zu nehmen und dann auf den Steg zu fotografieren. Der Mond kommt von da. Und deswegen lasse ich mir den Steg jetzt vom Mond anleuchten. Und ja, ich würde sagen, wir machen mal die ersten Bilder. Dazu habe ich mein Sigma-Objektiv draufgeschraubt, 24-70, meine Canon R6 Mark II. Fakt, positiver Fakt dabei ist natürlich, wenn der Mond so schön hell leuchtet, wir können relativ weit unten mit der ISO bleiben, um den Steg noch schön fotografieren zu können. So, also wie gesagt, ich habe jetzt mein Stativ hier auf der Höhe aufgebaut. Wir fotografieren jetzt im Moment mit 24 mm auf einer Blende 13, damit auch ich eine schöne Tiefenschärfe habe und die Blumen im Vordergrund nicht ganz unscharf sind, sondern nur leicht unscharf sind. Ansonsten müsste ich hier ein Stacking machen. Und wenn ich die Blumen schärfer haben will, die Blende weiter schließen, aber das reicht jetzt hier einfach die Blende 13. Vor allen Dingen sind ja auch noch Lichter auf dem Steg und deswegen möchte ich vielleicht auch noch den ein oder anderen Blendenstern mitnehmen. So, als nächste Perspektive habe ich mir rausgesucht, hier so einen Natural Framing Point, nenne ich es mal. Ich habe jetzt hier zwischen diesen beiden hellen Blumen komplett durch, also bin jetzt noch mal ein Stück tiefer gegangen, dass ich auch die roten Blumen hier vorne ein bisschen mehr in den Vordergrund kriege und das Framing quasi mit den weißen Blumen hier im Vordergrund mache. Fokussieren tue ich natürlich auf den Steg, weil ich will natürlich den Steg schön scharf haben und ich lasse den Steg jetzt schön hinter dem rechten Framing, also hinter dem rechten Busch, ein bisschen rauslaufen. Ich finde, so ein Natural Framing hat immer irgendwas Besonderes, ein Touch, ist ein Kitsch von mir. Findet nicht jeder schön. Ich persönlich finde es immer wieder schön, weil es einfach auch Vordergrund macht Bild gesund. Und so sage ich auch immer, Framing ist eigentlich ein cooler Kitsch und ein cooler Touch und macht auch immer wieder Spaß. So, Perspektivwechsel natürlich, was darf nicht fehlen, den Steg aus der Front fotografiert. Ich habe euch schon mal dazu erzählt, wie man einen Steg fotografiert. Viele andere Kollegen von mir haben das auch schon getan, nichtsdestotrotz als Wiederholung. Am besten ist es eigentlich, ihr schaltet bei der Stegfotografie mal ganz kurz alle Informationen aus. Wer nicht weiß, wie das funktioniert, bei der Canon zum Beispiel, ist es die Infotaste so lange drücken, bis ihr keine Informationen mehr auf dem Bildschirm habt, sondern nur noch das Bild, so wie es nachher auch fertig aussehen würde. Dann richtet ihr euch anhand der Bodenleisten erst einmal gerade aus. Dann schaut ihr an den Bildrändern, ob das Geländer beidseitig überall sauber reinläuft, quasi so wie hier. Und dann
könnt ihr alle Informationen wieder einschalten und könnt euch einen Punkt suchen, auf den ihr fokussiert. Am besten ist es eigentlich ein Punkt, der ziemlich weit vorne ist am Steg, damit ihr auch alles durchgängig scharf habt. Habt ihr eure Kamera dann eingestellt, dann könnt ihr euch natürlich aussuchen, Verschlusszeit, Blende und ISO, und dann könnt ihr eigentlich euer Bild machen. Am besten habt ihr dann natürlich noch ein ordentliches Weitwinkelobjektiv, zum Beispiel ein 16 mm oder ein 14 bis 35, 16 bis 35 oder Festbrennweite 16 bis 20. Sowas um den Dreh rum würde ich euch bei der Stegfotografie empfehlen, weil sonst gehen natürlich an den Rändern teilweise zu viele Informationen verloren und ihr habt nicht die schöne Weitwinkellandschaft drauf, sondern habt es abgeschnitten. Ich habe euch mal hier einen Vergleich, einmal 24 mm Bild und einmal ein 16 mm Bild. Das könnt ihr selber entscheiden, welches euch dann besser zusagt. So, und natürlich Perspektivwechsel, nochmal die rechte Seite vom Steg fotografiert, einfach stumpf auf den Steg. Ich hatte mir jetzt allerdings gewünscht, dass hier beim Steg der Mond etwas weiter rüber dreht, dass man den Mond nachher etwas mehr im Bild hat. Der Mond ist aber leider noch da oben und deswegen kriege ich den jetzt heute Nacht leider nicht mehr hinter den Steg fotografiert. Da müsste ich warten. Ich habe gerade geschaut mit Fotopilz. Da müsste ich tatsächlich warten bis morgen früh um 3. 3, halb 4, dann würde er so langsam darüber rüber wechseln und das ist mir einfach jetzt zu lang. Sorry Leute, aber nein, ich fahre morgen früh noch weg und deswegen ist mir das zu lang. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich noch entschieden, hier rüber zu gehen und natürlich die Bilder hier von der rechten Seite zu machen. Und während mein Kameramann mich gerade ausleuchtet, nutze ich das Licht, das hier so vorne ist, und beleuchte ein bisschen das Wasser und gebe dem Bild damit nochmal ein bisschen einen anderen Touch. Ich lasse hier den Steg wieder von außen reinlaufen, linke Seite vom Bild ungefähr in die Bildmitte, fotografiere wieder mit dem 24-70 im Moment. Finde ich eigentlich so immer ganz cool, die 24er Variante, weil du hast bei einem 24er einfach nicht zu viel den Steg, nicht zu weit weg im Bild und auch nicht zu nah dran, sondern eigentlich passend so bei Vollformat zumindest. Bei APS-C sieht die ganze Geschichte natürlich wieder ein bisschen anders aus, aber das entscheidet auch jeder für sich immer so ein bisschen selbst und kann da so ein bisschen selbst für sich entscheiden. Blende habe ich jetzt eine 11er Blende, ISO 400, immer noch 30 Sekunden. Also ich denke, auch das Bild ist wieder ganz cool geworden. Ich habe es mir gerade schon mal angeguckt. Natürlich gerade das, wo hier das Wasser schön ausgeleuchtet wird, ist natürlich super cool. Also ich rate euch natürlich auch selber immer auch, egal wo ihr abends unterwegs seid zum Fotografieren, nehmt euch doch auch mal eine Lampe mit. Da kann man das ein oder andere noch schön ausleuchten. Das ist vielleicht so ein kleiner Bonustipp am Rande. Ich habe eigentlich immer so eine Lampe dabei. Auch wenn ich Pilze fotografieren gehe, dann nehme ich eigentlich immer mal so eine Lampe mit, weil die kann man irgendwie schön platzieren und kann dem Pilz von der Seite so ein schönes Streiflicht geben. Aber da sprechen wir in einem anderen Video drüber. Dementsprechend die Bilder von heute Abend. Ich habe jetzt leider hier auch echt keine Wolken. Eigentlich habe ich meine App Clear Outside. Clear Outside sagt mir normalerweise die Wolkendichte an im unteren Bereich, im mittleren Bereich, im oberen Bereich und wie viele totale Wolken wir da haben. Und eigentlich hatte Clear Outside angesagt, dass wir heute Abend so leicht um die 30-50% rumkriegen sollen. Leider hat es nicht gestimmt. Ich hätte es mir echt gewünscht, weil dann hätte ich auch noch so schöne Wolkenzieher drauf, die vom Mond so richtig schön angestrahlt werden. Das hat jetzt heute Abend aber leider nicht funktioniert. Naja, man kann nicht immer alles haben. Gestern war Vollmond, heute sind es nur noch 99% zum Beispiel, auch so ein Ding. Aber gestern waren zu viele Wolken da, da hätte man gar nichts gesehen. Und heute sind leider gar keine Wolken da.
Naja, egal, ich denke, die Bilder sind trotzdem was geworden. Ich bin mit den Bildern auf jeden Fall zufrieden. Und wenn es ihr auch seid, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vielleicht mögt ihr auch meinen Kanal abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Nächste Woche kommt zum Beispiel das Video von der Hochalpenstraße aus dem Urlaub. Das wird ganz interessant, Hochalpenstraße, für jeden Fotografen, der Fjorde mag, der Berge mag, der Gletscher mag, definitiv ein Muss. Sollte man unbedingt mal hinfahren, also freut euch schon auf dieses Video. Und ich hoffe auch, dieses Video hat euch wieder gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, in der Hoffnung, dass ihr mir treu bleibt und dass wir weiter zusammen die Fotoreise begehen und zusammen fotografieren gehen. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, euer Dennis, bis zum nächsten Mal.